Hast du auch nicht alle Tage, Daniel, so einen Beifall, nicht? Das sind die Männer des Tages. Das ist der Trainer des FC Homburg, Gerd Schwickert, mit seinem Sohn Daniel. Und ihr habt heute den Bayern die Lederhosen ausgezogen, ja, ne? War der Vater der Held des Tages? War gut, ne? Ja. Jo, bist du oft dabei? Fährst du öfter mit, um zu spielen? Manchmal. Manchmal. Spielst du auch Fußball, das ist klar, ja, in Homburg, ne? Ja. Wo denn da? E-Jugend. E-Jugend, was spielst du? Mittelstürmer. Mittelstürmer. Wie viele Tore hast du denn schon geschossen? Hast nicht mehr gezählt. Bei 120 hast du aufgehört zu zählen. Schön, dass du mitgekommen bist. Allzu lange darfst du aber hier nicht mehr sein. Kinder müssen dann bald ins Bett. Ja. Du gehst dann darüber, deine Mutti sitzt da drüben, die möchte aber nicht ins Bild. Wenn jetzt nicht, setz dich darüber. Vielleicht zeigen wir sie doch, während du darüber gehst. Setz dich. Danke, tschüss. Da sitzt sie und die Schwester auch. Wie heißt die Schwester? Manuela. Manuela. Also willkommen auch Sie beide. Sagens. Das war ein Ding, ne? Das war ein tolles Ding, ja. Zwar Tabellenführer der zweiten Bundesliga-Gruppe Süd, aber damit hatte so leicht ja nun doch keiner gerechnet. Aber Gerd Schwickert war immer schon für eine Überraschung gut. Nein, das nicht, aber ich habe mir schon etwas ausgerechnet. Ich habe die Bayern am Mittwoch gesehen. In Düsseldorf? In Düsseldorf und da konnte man schon sehen, dass da einiges im psychischen Bereich nicht stimmt. Wir haben jetzt mit den 8 Spielen der letzten Runde in 12 Spielen nicht mehr verloren, 11-0 gespielt. Und die Mannschaft noch in diesem Jahr so verstärkt, dass ich mir schon insgeheim eine kleine Chance ausgerechnet hatte, dass das Spiel so hervorragend wird, war natürlich nicht zu erwarten. Wir werden das gleich sehen. Vorher möchte ich nur Folgendes sagen. Ich habe in dieser Woche mit Ihrem Kollegen Josef Hickersberger von Fortuna Düsseldorf telefoniert und habe ihm gesagt, mein lieber Josef, wir kennen uns schon eine Weile, ich habe das Gefühl, Sie gehen dir bald an die Gurgel. Und da sagt er, das Gefühl trügt dich nicht, Sie gehen mir bald an die Gurgel, wie ich glaube. Heute hat er Glück gehabt, glaube ich. Die Düsseldorfer haben gewonnen gegen St. Pauli. Also das wäre dann, das hat er auch wörtlich so formuliert, also wenn wir das verlieren, dann führt die. Das ging also gut. Josef Hickersberger also noch im Amt. Josef Heynckes, so quoll es heute aus München herüber, es sprudelte aus höchst gut informierten Quellen, werde möglicherweise dieses Wochenende nicht überstehen als Trainer bei Bayern München und der Mann, der also ihm sozusagen den Rest gegeben hätte, wäre dann Gerd Schwickert. Ich habe eben noch mit dem Präsidenten Fritz Scherer telefoniert und hat mir gesagt, also, das ist jetzt alles Spekulation. Das, was wir brauchen, ist Zeit. Unsere Mannschaft, stimmt was nicht? Da ist er. Unsere Mannschaft ist jung, noch nicht harmonisch. Wir brauchen einfach ein paar Wochen, bis wir unseren Rhythmus gefunden haben. Nun haben ja auch, wie man weiß, Präsidenten ihre Präsidenten, sodass wir einfach mal abwarten wollen. Er kann leider heute Abend nicht hier sein, er ist privat gebunden. Die Bayern haben sich zur Regel gemacht, wenn sie dienstags wieder spielen müssen, samstags, dienstags, kommt kein Spieler und die anderen halten sich bedeckt. Also reden wir mit Gerd Schwickert, vielleicht hat er auch zum Thema Bayern München etwas zu sagen. Er hat das Ding schon angetippt, außer Fußball, Pokal, heute zweite Runde, natürlich bei uns Boris Becker, der hat heute in Indianapolis Halbfinale gespielt gegen David Wheaton. Wir wollen gucken, was der Bahnvierer gemacht hat bei der Radweltmeisterschaft in Stuttgart. Wir sind in Seoul, wo sich die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft vorbereitet. Und dort drüben sitzen die, die vielleicht beim nächsten Mal schon dabei sind, nämlich Wolfram Ruth, der nachwuchsenden Jahr auch der ganz dicke Hund, spielten ja in Weinheim und verloren dort in der ersten Runde bereits durch diesen Elfmeter mit 0-1. Am Mittwoch in Düsseldorf, das haben Sie sich hier angeguckt, haben die in letzter Minute gewonnen, 1-0 und mit Sicherheit erstmal tief durchgeatmet. Aber zu Hause, das weiß man auch, da sind sie immer noch nicht ganz lupenrein, wenn es im eigenen Stadion vor eigenem Publikum geht und heute also gegen den FC Homburg. Und mein Kollege Thibaut Meingast hat erlebt, dass die Homburger sich fast ein Loch in die Hose gefreut haben nachher. Berechtigt, oder? Berechtigt, wie ich vermute. Können wir das mal haben? 100.000 Mark Prämie muss Homburgs Präsident Manfred Ommer jetzt an seine Spieler zahlen. Die Kohle von Manni ist Lohn für eine kämpferisch und spielerisch saubere Leistung eines selbstbewussten Zweitligisten. Ja, okay, wir wussten, dass wir gut drauf sind. Wir wussten, dass die Bayern einige Schwierigkeiten haben. Wir haben heute nur auf unsere Stärke vertraut. Wir wollten uns hier nicht verstecken, das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben super nach vorne gespielt, haben den Rückschlag weggesteckt, das 2-2, und haben in der Verlängerung halt, wie man gesehen hat, mehr Kraft gehabt. Extraklasse im Münchner Trikot verkörperte nur der Brasilianer Mazinho, 25 Jahre alt, siebenfacher Nationalspieler und in Düsseldorf
nach seiner Einwechslung Garant des ersten Bayern-Sieges in dieser Saison. Sein Debüt im Olympiastadion lockte nur 9.000 Besucher an. Die bestbezahlten Zuschauer saßen auf der Ersatzbank der Bayern. Wohlfahrt, Lautrup, Sternkopf, Schwabel und der angeschlagene Aumann. Gerald Hillringhaus kam so zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz im Tor der Bayern. Und er bekam eine ganze Menge Arbeit, vor allem weil die Abwehr sehr unsicher wirkte. Bernd Gries mit der ersten Homburger Chance. Trainer Heinkes hat sein Wunschteam noch lange nicht gefunden. 19 verschiedene Spieler hat er in den 4 bisherigen Begegnungen dieser Runde eingesetzt. In der 27. Minute Effenberg und Marcinho mit dem 1:0. Der Brasilianer, früher im Bragantino aktiv, war heute die Seele des Bayern-Angriffes. Im Mittelfeld war Stefan Effenberg der effektivste, er gab die besten Vorlagen. Markus Babbel leitet die nächste Szene ein. Wieder Effenberg, wieder Marcinho mit dem linken Ohr rechts oben an die Latte. München war in der ersten Halbzeit deutlich überlegen. Homburg mit dem Ergebnis noch ganz gut bedient. Die zweite Halbzeit, die Fans mit Sympathiekundgebungen für ihren Sepp Heynckes und der schickte seine Auswechselspieler zum Warmmachen. 4 Männer mit dem Marktwert mehrerer Millionen beim Stretchen und Joggen. Der teuerste Trimtrab Europas, er gastiert in dieser Saison noch in 17 deutschen Stadien. In der Offensive ist die Auswahl groß beim FC Bayern, in der Defensive, da fehlen die Alternativen. Die Saarländer waren darum auch nach dem Wechsel überlegen und hatten die klareren Tormöglichkeiten. In der 68. Minute entschied sich das Spiel. Marcinho scheitert an Gundelach. Das hätte die Entscheidung sein können für den achtfachen Pokalsieger, der wie schon am Mittwoch in Düsseldorf in der Abwehr Probleme hatte und im Mittelfeld zu wenig Geniales zeigte und etliche Fehlpässe. Im direkten Gegenzug der Ausgleich durch Rodolfo Cardoso. Die Bayern wollten gerade Lautrup bringen, um vielleicht das 1:0 zu halten. Nun aber nach dem Ausgleich, da waren sie völlig in die Defensive gedrängt. Hoffnungslos passiv, Neil Marmon, der Homburger Verteidiger Hillringhaus und Grahammer verhinderte elfmeterreif einen Nachschuss. Viele Sorgen für Trainer Jupp Heynckes. In der 76. Minute dann das 1:2 durch Uwe Baranowski. Ein vermeidbarer Treffer, hochverdient aber angesichts der Spielanteile in der zweiten Halbzeit. Bayerns Duo mit Niveau Effenberg, Marcinho und in der 78. Minute der Ausgleich. Ohne Thomas Strunz, der wahrscheinlich wieder einen Bänderriss im Fuß erlitten hat, mussten die Münchner dann in die Verlängerung. Und da war der Favorit ohne Chance. Der Pokal ist seit dem letzten Gewinn 1986 die Sache der Bayern nicht mehr. Mehr als das Viertelfinale ist seitdem nicht mehr drin. Ein völlig Unbekannter sorgte heute für den Pokal-K.O. Defensivmann Michael Kümmel. Ich musste was machen. Das war das zweite Torschuld. 2-1. 2-1 natürlich gut vorbereitet von mir. 2-1 Schuld. Ich musste noch was machen, damit wir weiterkommen. Das ist 3-2 halt. Das 3:2 für den Gast in der 94. Minute konnte Flügler nicht verhindern. Michael Kimmel hatte vorher noch nie ein ähnlich bedeutendes Tor gemacht. Und dann wieder eine Chance für die Bayern. Raten Sie, welches Duo es war? Effenberg und Marcinho. Aber der Ausgleich kam nicht zustande. Im Gegensatz zu Heynckes hat Gerd Schwickert ein eingespieltes Team. In den letzten 3 Begegnungen dieser englischen Woche in Mainz gegen Freiburg und München hat er nur eine Position geändert. Und so gab es dann auch in der 99. Minute den Endstand, das 2:4 durch Bernd Gries. Riesenfreude natürlich beim Gast, Kummer beim Gastgeber. Jupp Heynckes, der vor der Partie noch recht locker war, war jetzt geknickt. Er musste seiner Mannschaft auch in allen Belangen ein Armutszeugnis ausstellen. Was unverständlich ist im Moment, dass wir Nerven zeigen, dass wir vor allen Dingen im Deckungsbereich so viele Fehler machen und dass wir auch nicht mehr die Kraft und die Moral in der Endphase gehabt haben, um das Ergebnis noch zu korrigieren. Genauso war es auch. Trainer Heynckes konnte nichts Gutes sehen am Spiel seiner Mannschaft. Trotzdem gab es gegen ihn von Seiten der Spieler und des Präsidiums keine bösen Worte.
unsere Spielweise kann der Trainer nicht so viel. Bei uns stimmt einfach die Abstimmung noch nicht. Man sieht das ja vom Mittelfeld, Angriff, Mittelfeld, Abwehr. Der Trainer steht nicht auf dem Platz, sondern wir stehen auf dem Platz. Wir sind eigentlich optimal eingestellt und da kann der Trainer nicht viel machen. Wird ein anderer Trainer, wird das sicher nicht, auch nicht besser können. Wir haben immer gesagt, dass wir Zeit brauchen für die Mannschaft und die muss ich in den nächsten Wochen finden. Allein aber wird das der Mannschaft nicht gelingen. Sie braucht die Hilfe von außen und das beschert diesem Trio eine schwierige Zukunft. Ja, wie sehen Sie denn die Zukunft von Jupp Heynckes und dem FC Bayern? Sie haben ihn, glaube ich, in Schutz genommen sogar heute. Ja, ich meine, jetzt sind 3 Spiele in der Bundesliga gemacht und was da alles wieder in der Presse, nicht nur in München, gegen die Trainer losgeht, das lässt den Trainer gar nicht in Ruhe arbeiten und so ist es in München auch nicht. Ich habe dann in der Presse gesagt, dass gerade die Journalisten ihn mal lieber unterstützen würden. Das würde ihm gut tun, der Mannschaft gut tun, um dann schneller aus diesem Tal herauszufinden. Ich glaube ganz sicher, dass ein super Bayern München der ganzen Bundesliga gut tut. Jeder braucht die Bayern, gegen die Bayern ein volles Haus. Und wenn Bayern wirklich 8. oder 10. ist, das hat man schon in Düsseldorf gesehen, wo früher 60.000 waren, waren nur 30.000. Das würde der ganzen Bundesliga nicht gut tun. Was haben Sie denn in München, in Düsseldorf gesehen an Schwächen bei den Münchern? Sie haben das ja eben schon mal kurz angetippt. Ja, ich glaube, das waren nicht mehr die Bayern, vor der man Angst haben musste. Das habe ich auch den Spielern gesagt, jedem Einzelnen gesagt, jeden Mann dagegen gestellt. Ich habe das ganz brutal der Mannschaft gesagt. Für mich waren in unserer augenblicklichen Verfassung und in der Gegenüberstellung der Verfassung der Bayern, habe ich gesagt, 8 Mann von uns sind im Moment besser drauf. Ich habe das extra überzogen, um den Spielern den Respekt wegzunehmen. In der ersten Halbzeit hatten wir noch etwas Probleme damit, aber in der zweiten Halbzeit ist das voll aufgegangen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Bayern nicht psychisch nicht in der Lage sind, das im Moment zu bringen, was sie eigentlich bringen müssten vom Namen her und auch von ihrem Stellenwert her. Wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft von Jupp Heynckes? Haben Sie Gelegenheit gehabt, sich mit ihm zu unterhalten? Nein, nur ganz kurz. Ich meine, für ihn ist die Situation sehr prekär. Das geht natürlich auch ins Private. Ich habe das selbst mitgemacht. Mich hat am Donnerstag ein Journalist von einer Münchner Zeitung angerufen und eine halbe Stunde unterhalten. Und wie ich heute Morgen die Zeitung in München aufmache, steht da in der Überschrift was ganz Negatives über den Trainer, wo ich überhaupt nie gesagt hatte. Ich habe den Heynckes früher als Spieler schon sehr gern gesehen. Als Trainer muss ich anerkennen, was er geleistet hat. Und er ist auch menschlich sehr gut. Ich kann mich erinnern, als ich in Homburg mal operiert wurde und sie hatten gerade ein Trainingslager da, ist er raus zu mir gekommen, hat sich mit mir unterhalten. Also wirklich ein Fundskerl. Und mir tut es wirklich leid, dass er jetzt in der Presse so Prügel bekommt. So habe ich das auch dem Journalist gesagt. Und in der Überschrift stand dann heute Morgen, Heynckes tut Schwickert leid, praktisch schon, als wenn ich vorher schon wüsste, wir gewinnen in München. Und das sind lauter so Sachen, wo es vielleicht für ihn privat besser wäre, wenn er da von diesen Sachen erlöst würde. Sie sind noch nicht fertig mit Ihrer Prüfung im Hinblick auf die Bundesliga-Lizenz. Sie haben also keine A-Lizenz, ne? Ja, ich habe dieses Jahr Sondergenehmigung erhalten, um Trainer zu machen, mit der Verpflichtung in Köln die Lizenz zu erwerben. Habe jetzt 4 Monate hinter mir. Jetzt kommen noch die 4 Wochen, wo die Prüfung ansteht. Und ich hoffe, dass ich dann das mit der Sondergenehmigung ablegen kann und bin da guter Dinge. Muss sagen, habe da sehr viel gelernt. Früher war ich Trainer doch mehr aus dem Bauch raus, aus der Erfahrung raus, aber hier hat man doch etliche Hintergründe gezeigt bekommen und sehr gute Lehrer, wo man viel lernen kann. Gerade in der Vorbereitungszeit, 2 Wochen Urlaub, 3,5 Wochen Vorbereitung, was ja dieses Jahr einmalig ist. Wir haben jetzt schon in 3,5 Wochen 6 Pflichtspiele gemacht und ich habe da sehr viel gelernt und sehr viel angenommen und ich glaube, die Mannschaft hat das auch kapiert und sehr gut umgesetzt, sodass wir auch körperlich heute bedeutend stärker waren als die Bayern. Immer wenn der FC Homburg nicht weiter wusste oder wenn wieder ein Trainer entlassen wurde, hat man sich an Gerd Schwickert erinnert. Sie waren eigentlich Geschäftsführer im Verein. Ja, das bin ich immer noch. Jetzt schon seit 8 Jahren. Bin damals hin, als Homburg 10. in der Oberliga war und habe den ganzen Aufstieg mitgemacht. 2 Bundesliga-Jahre, sofort wieder Aufstieg, noch ein Jahr Bundesliga. Wieder abgestiegen? Wieder abgestiegen, das ist das Los des FC Homburg. Wir haben 8.000 Zuschauer, damit kann man nicht so planen, dass wir mal 20 Jahre hintereinander in der Bundesliga sind. Aber ich glaube, objektiv betrachtet, ohne dass wir uns selbst loben, ist das schon sensationell, bei einer Stadt von 40.000 Einwohnern mit 8.000 Zuschauern in 4 Jahren 3-mal Bundesliga, 2-mal aufgestiegen. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass wir in diesem Jahr nochmal den 3. Aufstieg dranhängen können. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mal gucken, was passiert.